Moin Leute, was geht? Willkommen zurück. Morgen startet ja Season 2 in Warzone und in Vanguard und in diesem Video möchte ich euch auf den neuesten Stand bringen, was Battle Pass angeht, was die Informationen angehen, welche Updates wir bekommen, die Patch Notes, die wir bis jetzt schon haben und so weiter und so fort. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben am Ende des Videos da lassen würdet, falls euch das Video gefallen hat natürlich. Und bevor das Video startet, Leute, bei Level Up gibt es momentan 15% Rabatt mit meinem Code MANTELHD. Das Ganze geht noch bis zum 20.2. Also wenn ihr darauf Bock habt, euch ein Level Up zu bestellen, beziehungsweise eine neue Sorte zu bestellen oder überhaupt mal Level Up zu probieren, in der Beschreibung ist der Link dazu. Ich bin sehr, sehr dankbar für jede einzelne Bestellung, die da reinkommt. So Leute, der erste Leak, den wir jetzt haben, ist, dass der Operator Snoop Dogg in Warzone und in Vanguard reinkommen wird. Wir wissen aber momentan noch nicht, wann der Operator genau reinkommen wird. In der Beschreibung gibt es einen Link zu einem Video von dem Operator. Dort könnt ihr euch Snoop Dogg schon mal als Operator anschauen. Darf ich aber natürlich hier nicht zeigen. Warzone ist ja momentan in einem schlechten Zustand, sei es wegen den Bugs, vor allem auf Caldera, Verbindungsproblemen, Packet Loss und die fehlende Kommunikation zwischen den Entwicklern und den Spielern. In einem Gespräch zwischen Activision, Infinity Ward und Raven Software mit den Content Creatorn wurde jetzt seitens der Entwickler öffentlich zugegeben, dass sie Scheiße gebaut haben und ebenfalls nicht zufrieden sind mit dem Spiel in dem jetzigen Zustand. Und sie wollen jetzt Warzone bzw. Vanguard ab Season 2 in einen besseren Zustand bringen und es soll jetzt auch seitens der Entwickler keine Ausreden mehr geben für Bugs, Verbindungsprobleme und so weiter und so fort, die nicht behoben werden. Sie möchten jetzt mit Season 2 wirklich in die richtige Richtung gehen. Mal schauen, ob das wirklich so passieren wird. Hört sich aber ziemlich gut an, was die Entwickler jetzt gesagt haben. Season 2 kommt morgen um 18 Uhr raus. Für Vanguard habt ihr das Update schon heruntergeladen und der Season 2 Content wird morgen in Vanguard um 18 Uhr freigeschaltet. Und in Warzone werden wir morgen das Update herunterladen können. Das Season 2 Update enthält 30 Verbesserungen der Lebensqualität, die es uns angenehmer machen sollen, Warzone zu zocken. Diese Verbesserungen konzentrieren sich vor allem auf Dinge wie Bewegung, Animation und Funktionalität von Gegenständen. Es wird eine Änderung der Rüstungsplatten auch geben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel fast zwei Rüstungsplatten voll hast, das heißt, bei der zweiten Rüstungsplatte fehlt dir ungefähr ein Viertel. Wenn du dir jetzt eine neue Rüstungsplatte gibst, dann wird nicht dieser ein Viertelbereich aufgefüllt, der dir jetzt fehlt für die zweite Rüstungsplatte, sondern es wird eine ganze Rüstungsplatte aufgefüllt und dir fehlt dann quasi nur noch ein Viertel für komplett alle Rüstungsplatten. Das heißt, wenn du dir eine Rüstungsplatte gibst, wird erstmal der Balken aufgefüllt, der komplett leer ist. Wenn es keine leeren Balken mehr gibt, dann wird natürlich nur noch ein Viertel der Rüstungsplatte aufgefüllt. So habe ich persönlich das verstanden, wie Call of Duty das gepostet hat. Ist auf jeden Fall eine gute Änderung, meiner Meinung nach. Der letzte Kreis wird in Warzone auch nicht mehr so oft auf Peak enden. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Änderung, sondern auch mal außerhalb irgendwo. Das finde ich persönlich besser, weil wenn der letzte Kreis öfters auf Peak landet, hast du halt Probleme, einfach zu Peak zu kommen, weil rundherum sehr viel Open Field ist und es dauert einfach Ewigkeiten, zu Peak zu gelangen auch. Deswegen finde ich diese Änderung auch sehr gut. Die Aufstützhöhe wird in Season 2 ebenfalls erhöht. Es wird eine Änderung der Gasmaske geben. Das heißt, wenn du gerade reinzielst und die Gasanimation kommt, dass die dich dann nicht behindert beim Reinzielen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich weiterhin reinzielen können, während die Gasmaske abgenommen wird oder aufgesetzt wird und weiterhin die Gegner abschießen können, ohne dass du irgendwie durch die Gasmaske dann einen Nachteil hast, weil ich denke mal, jeder kennt das von uns. Wir haben immer Probleme mit der Gasmaske und dadurch verlieren wir sehr oft auch Gunfights und sterben dadurch auch. Also auch eine gute Änderung. Es werden auch Fallschirmverbesserungen kommen, vor allem auf Caldera. Kennt wahrscheinlich auch jeder einzelne von euch. Wenn wir reindroppen auf Caldera, dann wird der Fallschirm mal gezückt und du hast keinen Ton und es sieht ein bisschen verbuggt aus und da gibt es auch wirklich einige Probleme mit dem Fallschirm. Das wird ab Season 2 nicht mehr der Fall sein und du wirst auch ab Season 2 in der Lage sein, deinen Fallschirm später zu zücken, also näher am Boden zu sein und dann den Fallschirm zu zücken. Das ist jetzt noch nicht so der Fall und das wird irgendwie dann möglich sein in Season 2. Auch eine gute Änderung. Totenstille und die Betäubungsgranaten werden auch aus Vanguard Royal entfernt. Auch sehr geil. Totenstille hat auch, denke ich mal, den einen oder anderen abgefuckt, weil du dann gepusht wirst und nichts hörst und plötzlich bist du tot. Betäubungsgranaten, genau dasselbe. Jeder von euch kennt sie und jeder von euch ist, denke ich mal, auch ein bisschen genervt von den Betäubungsgranaten. Die Flugzeuge werden in Season 2 ebenfalls genervt und die Flugzeugabwehrgeschütze dafür gebufft. Das ist auch sehr, sehr geil. Flugzeuge haben auch ziemlich genervt, wenn du von einem Flugzeug getötet worden bist. Du denkst dir erstmal, okay, woher werde ich jetzt abgeschossen? Und man hat nicht wirklich einen Sound auch gehört und plötzlich ist man tot. Ja, waren auf jeden Fall ziemlich OP in Season 1. In Season 2
hoffen wir natürlich auf Besserung. Hört sich auch gut an. Dann gibt es jetzt auch noch Patch Notes für das Season 2.5 Update, das während der Season 2 rauskommen wird. Dafür gibt es aber noch kein genaues Release-Datum. Hier werden gedownte Spieler in der Lage sein, während sie gedownt sind, auf dem Rücken kriechend sich fortzubewegen, wie das jetzt auch der Fall ist. Aber es wird auch möglich sein, geduckt irgendwo lang zu laufen, wenn du gedownt bist. Das heißt, du wirst dich wahrscheinlich schneller fortbewegen können, wenn du geduckt bist und dann gleichzeitig natürlich auch gedownt. Das heißt, du kannst dann schneller irgendwie entweichen und wirst eventuellerweise nicht so oft gefinisht. Hört sich cool an. Mal gucken, wie das umgesetzt wird. Und du wirst in der Lage sein, deine Gasmaske sowie deine Panzertasche abzulegen. Ist auch eine gute Änderung. Dann wird es noch Verbesserungen der Performance geben, der Leistung allgemein in Warzone. Und es soll der Buy-Station-Freeze behoben werden. Es sollen Leistungs- und Streaming-Verbesserungen geben. Die Voice-Chat-Konnektivität soll verbessert werden. Und einige Grafikfehler sollen ebenfalls auf allen Plattformen behoben werden. Es gibt jetzt auch Informationen zum FOV-Slider, Leute, offizielle Informationen, und zwar wird der FOV-Slider in dem jetzigen Warzone nicht mehr auf Konsole kommen. Die Begründung dafür ist, dass auf der Last-Gen-Konsole, das heißt auf der Xbox One bzw. PS4, ein FOV-Slider nicht möglich ist ohne FPS-Einbrüche. Die haben das intern getestet, die Entwickler, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass FOV-Slider nicht reingepackt wird. Es wäre aber möglich, auf den New-Gen-Konsolen einen FOV-Slider hineinzubringen, aber das werden sie auch nicht machen, weil die Last-Gen-Konsolenspieler, die den größten Teil der Warzone-Spieler darstellen, tatsächlich dann einen Nachteil natürlich haben, weil sie keinen FOV-Slider haben, dafür die New-Gen-Konsolenspieler schon. Und deswegen haben sich die Entwickler dazu entschlossen, keinen FOV-Slider auf den Konsolen herauszubringen, weil die Last-Gen-Spieler sonst einen Nachteil hätten gegenüber den New-Gen-Konsolenspielern. Das ist die Begründung dafür. Ihr wisst jetzt Bescheid, der FOV-Slider wird dann wahrscheinlich in Warzone 2 dann kommen für die New-Gen-Konsolengeneration. Ich denke mal, in Warzone 2 wird man dann nicht mehr auf der Last-Gen spielen können. Warzone 2 wird quasi nicht für die Last-Gen-Konsole mehr angeboten. In Season 2 werden wir auch ein neues Field-Upgrade bekommen, und zwar eine tragbare Dekontaminierungsstation. Die kannst du dann einfach abwerfen, irgendwo stationieren quasi, und das wird dann das Gas filtern und du kriegst dann keinen Schaden mehr in einem bestimmten Radius außerhalb des Gases. Hört sich ziemlich interessant an, werden wir natürlich testen. Außerdem wird es jetzt überall auf der Map Wiedereinstiegsballons geben. Das heißt, du kannst dich dann bei diesen Ballons einfach hochseilen in die Luft und von dort aus kannst du dann wieder runterspringen und deinen Fallschirm zücken, um große Distanzen auf der Map zu überwinden. Hört sich auch ziemlich interessant an, mal schauen, wie das sein wird. Kommen wir nun zu dem Battle Pass in Season 2, und zwar bekommen wir mit Stufe 1 im Battle Pass den Bodenkanzel schützen. Das ist eine Score-Streak in Vanguard. Mit 12 Abschüssen bekommst du dann diese Score-Streak und du bist dann quasi in dem Schützen drin und kannst selber dann runterschießen, die Gegner abschießen. Dann bekommen wir einen neuen Operator, Anna. Das ist der Hauptoperator in Season 2 bzw. die Hauptprotagonistin in Season 2. Dann bekommen wir mit Stufe 15 das neue Sturmgewehr, das KGM40 Sturmgewehr. Wir bekommen Mechaniker extra mit Stufe 21 im Battle Pass, ein neues Extra im Slot 3 in Vanguard. Durch dieses Extra verkürzt sich die Feldausrüstungsladezeit. Das in Kombination mit der Dekontaminierungsstation könnte eventuell Spaß machen, beziehungsweise könnte eventuell sinnvoll sein. Dann bekommen wir das Whitley LMG mit Stufe 31 im Battle Pass. Das ist das neue LMG, was wir bekommen. Wir bekommen eine Sticky Bomb bzw. eine Haftgranate mit Stufe 39 im Battle Pass. Und dann bekommen wir nochmal ein neues Extra. Extra Waffenkammer mit Stufe 44, das ist im Slot 1 in Vanguard. Das ist ein direkter Konter zum Extra Techniker, denn mit Techniker erkennst du ja feindliche Ausrüstung, Feldausrüstung und Abschussserien durch Wände. Das können die Gegner wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn du das Waffenkammer extra reingepackt hast. Dann bekommen wir einen legendären Operator-Skin für Anna mit Stufe 100 im Battle Pass und einen legendären Waffenbauplan für das Sturmgewehr KGM40, also das neue Sturmgewehr, ebenfalls mit Stufe 100. Während der Season werden wir dann noch eine neue SMG bekommen, und zwar ist das die Arma Guerra 43, und wir bekommen ebenfalls eine neue Nahkampfwaffe, die Ice Axe, ebenfalls während der Season. Wir bekommen auch zum Start von Season 2 neue Orte in Caldera, und zwar ist es einmal die Chemical Factory, ein komplett neuer Ort, und Research Labs auf Caldera. Wir bekommen dann noch Rebirth Reinforced, das wird wahrscheinlich auch ein neuer Ort in Rebirth Island sein, und wir bekommen folgende neue Modi in Season 2, einmal Caldera Clash
und Rebirth Island Iron Trials. Ich denke mal, einige von euch werden Iron Trials feiern. Werden wir morgen in Season 2 zu sehen bekommen und ein neues Flugzeug, den Bomber. Dann bekommen wir noch ein neues Event in Warzone namens Search and Deploy. In diesem Event wirst du diese Ballons nutzen, von denen ich eben gerade geredet habe. Du kannst dich dort hoch sein, um große Strecken einfacher zu überwinden. Und dann wird es noch gepanzerte Fahrzeuge geben. Es werden tragbare Dekontaminierungsstationen geben, die wir ja auch als Field Upgrade in Season 2 bekommen werden. Und es wird Nebula 5 Munition geben und eine Nebula 5 Killstreak ebenfalls in Warzone. Wie das Ganze sein wird, weiß ich persönlich nicht. Ich denke mal, die Nebula 5 Munition wird einfach Munition sein, die irgendwie Nebula 5 Gas ausstößt sozusagen. Dann sehen wir das so ähnlich wie eine Tracer-Munition, kommt vielleicht grüner Rauch raus oder sowas und dann hast du eventuellerweise einen Gift-Effekt auf den Gegnern. Ich weiß es nicht ganz genau, werden wir auf jeden Fall sehen und Nebula 5 Killstreak, bin ich mir auch nicht sicher, wie die aussehen wird. Wir haben folgendes Playlist-Update, was wir auch morgen bekommen werden in Warzone und zwar bekommen wir Vanguard Royal Solo, Duo, Trio und Quads rein. Wir bekommen den ganz normalen Battle Royale Modus Quads rein, Beutegeld Quads wird es geben und Clash 50 gegen 50 auf Caldera. Das ist ein großes Team-Deathmatch auf einem bestimmten Radius auf Caldera. Also hört sich eigentlich auch ganz cool an. Rebirth Island Duo Trio Quads kommt auch noch rein. Und es wird ein Untergrund-Waffenlabor geben auf Caldera und neue Ausrüstung wie gesagt, die Sticky Bomb, die Sticky Granate und die Dekontaminierungsfeldausrüstung. Kommen wir nun zu Vanguard. In Vanguard hat sich die Lobby bereits verändert. Am 10. Februar haben wir da ja schon ein Update bekommen und seitdem sieht die Lobby jetzt hier so aus. Das seht ihr jetzt hier gerade im Hintergrund, angepasst auf Valentinstag. Sieht meiner Meinung nach eigentlich ganz cool aus. Die neuen Maps sind bereits im privaten Spiel verfügbar. Das ist einmal Casablanca und Golonda. Ich war bereits im privaten Spiel in Vanguard und habe mir die Maps angeschaut. Sehen ganz cool aus, die neuen Maps und die neue Bodenkriegsmap Alps ist jedoch noch nicht zugänglich. Die werden wir erst während der Season bekommen. Deswegen kann man diese Map noch nicht im privaten Spiel spielen. Waffeninspektion ist in Vanguard jetzt ebenfalls drin. Wir können uns jetzt unsere eigenen Waffen anschauen. Und kommen wir jetzt zu einem krassen Bundle, was wir auch in der Season 2 bekommen. Wahrscheinlich während der Season und nicht direkt zum Start von der Season. Das ist der Attack on Titan Skin, den ihr jetzt hier im Hintergrund seht. Wir bekommen diesen Skin rein in Season 2. Sieht sehr, sehr krass aus mit einem Bundle mit der Cooper, die auch rote Tracer-Munition hat. Dieser Skin wird während der Season 2, wie gesagt, rauskommen. Man weiß aber noch nicht, zu welchem Zeitpunkt genau. Und das war's mit den ganzen Informationen, die ihr jetzt benötigt, um in Season 2 reinzustarten. Wie gesagt, um 18 Uhr kommt die Season 2 raus. Ich bin morgen auch live um 16 bzw. 17 Uhr. Kommt da gerne rein. In der Beschreibung ist der Link zu meinem Twitch-Account. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß in Season 2. Es wird einiges geändert und ich hoffe, dass Call of Duty bzw. Warzone jetzt ab Season 2 in die richtige Richtung geht. Ja, Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. Abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr Call of Duty-Videos von mir. Wir sehen uns dann morgen im Livestream bzw. im nächsten Video zu Content aus Season 2. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.